Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 56 Beschuldigte, darunter 41 Frauen und 15 Männer im Alter zwischen 26 und 66 Jahren. Hauptbeschuldigte sind eine 59-jährige thailändische Beschuldigte und ihr 62 Jahre alter Lebensgefährte. Diese beiden sollen ein bundesweites Netzwerk installiert haben mit dem Ziel, thailändische Frauen und Transsexuelle in das Bundesgebiet zu verbringen, damit diese hier in Bordellbetrieben der Prostitution nachgehen. Zu diesem Zweck soll die Tätergruppierung diese Damen und die Transsexuellen mit Schengen-Touristenvisa ausgestattet haben, die natürlich nicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit hier in der Bundesrepublik legitimieren. Mit diesen Visas ausgestattet sollen diese Personen dann in das Bundesgebiet eingereist sein und dann zunächst in drei Bordellbetrieben in Siegen überwiegend diese Prostitutionstätigkeit aufgenommen haben. Die Durchsuchungsmaßnahmen haben heute Morgen um 6.30 Uhr gestartet. Das ist alles ohne größere Reibungsverluste abgelaufen. Gab es nach meinem Kenntnisstand auch keine größeren Widerstandshandlungen, sodass wir also insgesamt sagen können, es war eine sehr umfangreiche, aber auch sehr erfolgreiche Maßnahme.